Erprobung des neuen Porsche Cayenne ist auf der Zielgeraden. Die weiterentwickelte dritte Generation soll im Frühjahr 2023 vorgestellt werden. Und Porsche bereitet den neuen Cayenne wirklich akribisch auf seine Premiere vor. Bis dahin werden die Prototypen und Vorserienfahrzeuge anspruchsvollen Härtetests unterzogen, um den hohen Qualitätsanforderungen von Porsche gerecht zu werden. Es ist eine der umfangreichsten Produktaufwertungen in der Geschichte von Porsche und es wurden über 4 Millionen Testkilometer auf 4 Kontinenten gefahren. Nach ihrer Markteinführung im Jahr 2017 hat Porsche die dritte Generation des Cayenne durch tiefgreifende Maßnahmen an Antrieb, Fahrwerk, Design, Ausstattung und Konnektivität konsequent weiterentwickelt. Neben einer Neuausrichtung des Antriebsportfolios griffen die Ingenieure am Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach tief in die Fahrwerkstechnik des Cayenne ein. Ziel war eine noch größere Bandbreite zwischen Porsche-typischer On-Road-Performance, Langstreckenkomfort und Offroad-Tauglichkeit. Zu diesem Zweck wird der Cayenne unter anderem über ein neues, semiaktives Fahrwerk verfügen. Das sind natürlich ganz neue Herausforderungen auch an die Fahrwerksabstimmung. Ein seriöser SUV, der muss das einfach können, so schweres Gelände, auch wenn der Kunde das in der Wirklichkeit wahrscheinlich seinem Auto nicht antun würde, aber er weiß, er könnte es. Eine innovative Lichttechnik im HD-Matrix-LED-Hauptscheinwerfer erhöht sowohl den Komfort als auch die Sicherheit im neuen Porsche Cayenne. Wir haben völlig neue Lichttechnik integriert in den neuen Cayenne. Zum einen natürlich einmal vom Design, aber die Technik darin sind 32.000 Pixel je Scheinwerfer. Und es bietet unglaublich viele Möglichkeiten, die unterschiedlich einzublenden, auszublenden. Wir haben ein Baustellenlicht, wir haben ein Engstellenlicht, wir haben ein Autobahnlicht. Und das macht dieser neue Scheinwerfer alles möglich durch diese komplett neue Lichttechnik. Der große Umfang an neuen Technologien erfordert einen komplexen und aufwendigen Erprobungsprozess, um die überwiegend komplett neu entwickelten Komponenten perfekt aufeinander abzustimmen. Neben den immer präziseren virtuellen Simulationen hat die reale Erprobung für Porsche weiterhin einen hohen Stellenwert. Sie stellt die Reifeprüfung für jedes neue Modell dar. Im Rahmen der sogenannten Gesamtfahrzeugerprobung gilt es, die Betriebsfestigkeit und Funktionalität aller Komponenten und Systeme im Zusammenspiel sicherzustellen, im kundennahen Betrieb und weit darüber hinaus. Im Rahmen sogenannter Dauerläufe wird ein Fahrzeugleben unter so harten Einsatzbedingungen simuliert, wie sie in Kundenhand nur im Grenzbetrieb erfahren werden. Unter Alltagsbedingungen absolvieren die Fahrzeuge im Schichtbetrieb innerhalb weniger Monate weit über 200.000 Kilometer im Stadtverkehr, auf Landstraßen und Autobahnen. Um Extrembelastungen zu simulieren, sind die Prototypen darüber hinaus rund um die Welt unterwegs, mit dem Ziel, Qualität und Haltbarkeit in unterschiedlichen Klimazonen unter Beweis zu stellen. Im Fall des neuen Cayenne wurde in Asien, Afrika, Europa und Nordamerika getestet. Wir haben die Kalterprobung gemacht in der Arktik. Wir haben sogar die Offroad-Erprobung gemacht in Spanien im Offroad-Gelände. Wir haben die USA-Erprobung gemacht. Wir haben in Marokko Dünenfahrten gemacht. Denn wer einen Porsche Cayenne erwirbt, soll wissen, dass dieser auch außergewöhnlich hohen Belastungen standhält, unabhängig vom befahrenen Untergrund. Wir freuen uns schon auf den neuen Porsche Cayenne, der im Frühjahr dieses Jahres Premiere feiern wird.